Die Bachelorarbeit hat mir gezeigt, dass mit ein bisschen Innovationswillen sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit machbar ist. Mein Name ist Jörg Bircher, ich bin von der Belem Kaffeerösterei in Schöpfen. Wir sind hier seit 26 Jahren und rösten Kaffee. Wichtig für uns ist immer Qualität, Qualität, Qualität. Auf der zweiten Stufe ist für uns wichtig Nachhaltigkeit. Bei Belem Kaffee war es wichtig, zu wissen, wie viel CO2 1 Kilogramm Kaffee verursacht. Daher war das Ziel von dieser Arbeit mit einem Lifecycle Assessment herauszufinden, wie viel CO2 1 Kilogramm Kaffee verursacht. Die Arbeit war eigentlich in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil ging es darum, zu wissen, was eigentlich genau ein Lifecycle Assessment ist, was es alles beinhaltet und was man alles berücksichtigt werden muss. Und im zweiten Teil durfte ich dann so ein Lifecycle Assessment machen, wo sehr interessant und in sehr enger Zusammenarbeit mit Belem Kaffee entstanden ist. A life cycle assessment, or an LCA study, is a methodology that is used to measure the environmental impact of product and processes. It starts with raw material extraction, continue with manufacturing and production, use and retail, and the end of the lifetime of a product, which is the waste management or waste disposal. What Tobias was in charge of doing it, or the scope of his work, was to measure what's called in an LCA study, a cradle to gate impact analysis. That means from raw material extraction, meaning from the cultivation of coffee beans in this case, up to when the coffee beans are roasted and they leave the factory, or in this case, the roastery gate. And so it is very useful, a very helpful quantitative tool that can be used by organizations to improve their overall organizational strategy. Die Resultate sind für Belem Kaffee wichtig, um zu können wissen, in welchem Bereich sie ihre CO2-Emissionen noch weiter senken können. Und sie haben auch schon Massnahmen getroffen, um den CO2-Verbrauch noch zu senken. Also wir sind begeistert von der Fachhochschule, weil das unkompliziert hat in Angriff genommen werden konnte. Ein Bachelor-Absolvent hat das in der Kürze zu Papier gebracht und wir sind heute in der Lage, unseren CO2-Ausstoß zu berechnen. Ich könnte das jeder Firma weiterempfehlen, weil es gibt immer in jeder Firma einen Teil, den man irgendwie zu einer fachspezifischen Person unter die Lupe nehmen. Ich kann das nur weiterempfehlen und wir würden es wieder machen.